Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Was ich heute mache und wo ich heute hinlaufe, das erzähle ich gleich nach dem Intro. Ich laufe heute von Niedernhausen nach Wiesbaden. Das sind 13 Kilometer. Warum mache ich das? Weil der Pujan eine Party gibt. Und ich laufe zur Party hin und werde dann dort duschen. Dann habe ich meinen Sport gemacht. Dann bin ich 13 Kilometer gejoggt und kann schön bei der Grillparty reinhauen. Zacki, zacki. Freue ich mich schon drauf. Heute ganz schön warm. Gut für eine Grillparty. Schlecht fürs Joggen. Bin ja gerade durch den Wald noch unterwegs. Muss nach Nauroth. Von Nauroth nach Bierstadt. Und dann bin ich in Wiesbaden drin. Und dann mache ich den Pujan. Mal gucken, ob wir am Ende noch eine kleine Sequenz mit dem Pujan haben. Ich weiß gar nicht, ob der schon da ist. Na, eigentlich ist er zu Hause. Vielleicht sind wir noch unterwegs. Wer weiß. Bier kaufen. Ich muss hier jetzt an Nauroth vorbei im Wald. So einen fiesen Anstieg hoch, so einen Scheißweg, wusste ich vorher nicht, dass es auch so Kackwege sein können. Und es ist auch echt steil, verdammte Hacke. Gerade voll anstrengend. Runter ja, hoch, puh. Aber ich versuch's und mach weiter, immer weiter. Es sind noch 9 Kilometer, dann bin ich da. So ein Scheiß, ich habe mich eben verlaufen. Ich habe irgendwie beim Laufen eine falsche Abbiegung genommen. Ich war schon bei 6,5 Kilometern, jetzt bin ich wieder bei 7,5. Anderer Weg, scheiße. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Google sagt mir, ich soll den Weg da lang laufen. Guckt euch mal die Scheiße an. Ist ja kein Weg. Ist doch kein Weg. Ach, ich nerve echt. Nee, Google nervt so rum. Scheiße. Okay, Stück zurück. Ja. Stück zurück und dann sehen wir mal weiter. Kacke! Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich mit dem Skateboard gefahren. Mittlerweile habe ich aufgegeben, durch den Wald zu laufen. Überall, wo ich langlaufen will, ist alles zugewuchert. Da hole ich mir eine Zecke nach der anderen. Das kannst du aber wissen. Jetzt habe ich, bin ich hier in einem Ort, ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ich nehme an, es ist Rambach, ich bin nicht ganz sicher. Und laufe jetzt einfach mal runter Richtung Hauptstraße. Ich hoffe, dass das der Weg zur Hauptstraße ist. Und dann laufe ich an der Straße entlang. Auch wenn es jetzt 2-3 Kilometer mehr sein sollten am Ende. Scheißegal. Das kriege ich schon hin. Fuck. Ich war gar nicht in Rambach. So eine Scheiße. Ich war erst in Nauroth. Nauroth ist der Ort davor. Ich habe jetzt noch 5 Kilometer vor mir. Wenn ich richtig gelaufen wäre, hätte ich schon 8 hinter mir. Aber ich bin ja Umwege gelaufen. Ein paar. Jetzt habe ich so ungefähr 9 Kilometer schon auf dem Buckel. Noch 5 vor mir, wenn ich richtig laufen sollte, wenn alles klappt. Und dann bin ich da. Hier durch die pralle Sonne. Nervt gerade ein bisschen. Ist ganz schön warm. Aber geht noch. Noch 5. Noch 5. Noch 5. Noch 2 Kilometer habe ich vor mir. Aber gerade ist echt scheiße anstrengend. Ich musste eben eine ganze Strecke, 1,5 Kilometer lang, an der Hauptstraße lang laufen. Voll befahren. Voll der Scheiß. Das Navi, hier mein Google Maps, hat mir die Route angegeben. Bist du voll im Straßenverkehr drin. Und das als Jogger. Voll bescheuert. Jetzt bin ich da zum Glück wieder raus und hab noch 2 Kilometer. Vielleicht, wenn ich jetzt gleich aufs Navi drauf gucke, habe ich höchstens nur noch 1,9. Aber es ist echt gerade anstrengend, weil es ist auch sauwarm. Nicht sauwarm.
aber zu warm, um zu laufen. Ich habe auch kein Wasser dabei. Aber ich bin ja gleich da. Ich bin ja gleich da. Was ein Glück. So, hier ist der Gastgeber der Party. Ich habe es geschafft. Ich bin knapp 14, 15 Kilometer gelaufen. Und er wusste gar nichts davon, gell? Doch. Doch, woher? Man hat es gerochen. Ah, hat es gerochen. Also, okay. Alles klar. Ja, das war mein heutiger Sportvlog. Ich werde jetzt... Du bist jetzt von zu Hause hierher gelaufen? Ja. Blödsinn. Ja, ich werde mich jetzt besaufen. Platzt mir doch die Ader. Ja, ich werde mich jetzt besaufen bei dir, okay? Wie wär's mit Duschen? Auch. Cheerio, Miss Sophie. Seid froh, dass ihr das nicht riecht. Bis zum nächsten Sportvlog.